Das erste Programm kommt. Entscheidung ist nichts Schönes, weder für die Beteiligten, wie auch für die Kinder und Heimtiere. Früher oder später muss man sich aber entscheiden, zu wem das Heimtier kommt. Das kann man nicht generell sagen. Seit Tiere aber keine Sachen mehr sind, gilt die Regelung, dass bei Tieren, die während der Ehe angeschafft worden sind, dass man auch darauf schaut, welcher Partner aus der Sicht vom Tierschutz besser für das Tier kann sorgen. Das heisst, das Tierwohl spielt da eine ganz zentrale Rolle. Bei der Zuteilung kommt es auch darauf an, ob Kinder rum sind. Wenn die eine enge emotionale Beziehung zum Tier haben, ist die Chance grösser, dass das Tier dort hinkommt, wo auch die Kinder sind. Während der Trennungszeit ist es wie bei der definitiven Zuteilung. Man schaut, welcher Partner das aus der Sicht des Schweizer Tierschutzes besser geeignet ist, um sich ums Tier zu kümmern. Es kommt nicht unbedingt darauf an, wer das Tier während der Ehe gekauft hat. Wenn man jetzt das Tier nicht zugesprochen bekommt, hat man gleich eine Chance, dass man es sehen kann. Zumindest bei Hunden ist es denkbar, dass man sogar ein Besuchsrecht einräumt, dem Partner, der das Tier nicht kriegt. Das heisst, dass er dann beispielsweise einmal im Monat den Hund darf zu sich nehmen darf. Ähnlich wie man es auch bei den Kindern natürlich hat. Das geht bei Hunden, bei anderen Tieren natürlich entsprechend weniger gut. Anders sieht es aus, wenn der eine Ehepartner das Tier in die Ehe mitgebracht oder in dieser Zeit eins geerbt oder geschenkt bekommen hat. Dann wird es nämlich ihm zugesprochen. Das Gleiche gilt auch, wenn der Partner das Tier während der Ehe ausschliesslich für seinen eigenen Nutzen angeschafft und sich auch alleine um die Versorgung und Pflege gekümmert hat.